všechny srdečně zdravím. Před dvěma týdny jsem měl ten nápad slavit mši svatou přímo na hranici. A když jsem měl ten nápad, jsem hned potom telefonoval Alžběta Wolfbauerové. Ona je učitelka ve Vídni a blízko spolupracuje s námi redemptoristy. A ona taky dnes byla přesvědčená a proto věčnosti můžeme dneska slavit za tu mši svatou. Also ich habe vor etwa zwei Wochen die Idee gehabt, hier die Heilige Messe zu feiern, an der Grenze. Zunächst haben wir gemeint beim Heiligenstein, aber an der grünen Grenze ist eben die Grenze nicht so deutlich zu identifizieren, während sie hier ja ganz klar ist, die Grenze. Der Herr Grotendorfer steht direkt auf der Grenze. Also, die Grenze geht eben durch den Tisch hindurch, dieser wunderschöne Tisch, der wurde, wie ich vom Herrn Botschafter Trautmeister gerade vorhin erfahren habe, 2014 errichtet, eben als ein Symbol des Zusammenlebens zwischen Tschechen und Österreichern. Was könnte es Schöneres geben als so ein Symbol? Wir erinnern uns mit diesem Gottesdienst auch ein bisschen an den heiligen Clemens Maria Hofbauer, der vor 200 Jahren verstorben ist, am 15. März. Es sollte eigentlich so sein, dass eben am 15. März große Feierlichkeiten hätten stattfinden sollen in Wien oder am 14. März auch in Znaim, in Klosterbruck. Aber diese Feierlichkeiten sind alle ins Wasser gefallen. Wir gehörten zu den ersten Opfern gewissermaßen der Corona-Maßnahmen. Und so wollen wir heute einfach das Clemens-Jubiläum auch wieder ein bisschen aufleben lassen. Wir werden die Heilige Messe auf Deutsch und auf Tschechisch feiern. Es wird nicht alles übersetzt werden, aber ich glaube, gerade so sind wir eben auch ein Ausdruck der ganz, ganz lebendigen Kirche. Wenn wir noch Otze sind, ich muss das mal für den regierenden Bierkorn vorstellen. Der ist genauso ein schönes Symbol für die österreichisch-tschechische Freundschaft wie dieser Tisch hier. Allenscheißler, der kommt aus der Diözese Ostrava, Rokau, und er ist aber Priesteramtskandidat für die Erzdiözese Wien. Also auch eine schöne nachbarschaftliche Gabe der tschechischen Kirche an die österreichische Kirche. Wie bei mir auch, ganz genau. Ja, meine lieben Schwestern und Brüder,
Deswegen freut es mich auch, dass einige eben
tschechische Beteiligung betrifft. Und zwar, die Tschechen sind bekennende Atheisten, das stimmt zwar, aber nicht so ganz. Heute ist in Tschechien normaler Arbeitstag. Das ist auch zu bedenken, ja, dass wir entschuldigen uns. Nein, wir entschuldigen uns, dass wir den Pfingstmontag gewählt haben, aber aus verschiedenen Gründen war das irgendwie natürlich der beste Tag. Nee, aber es haben ja sowieso auch auf dieser Seite Tschechien. Herzlichen Dank.